Ein weiterer Tweet von Wally. Und ich habe das gestern angesagt. Dafür habe ich mir jetzt extra jemanden geholt, der das bezeugt. Marc? Ja, hat er. Er hat gestern Abend noch gesagt, ja, morgen werde ich mit euch mit Wally tweeten. Und? Was los? Er hat getweetet vor 9 Minuten. Ich habe die Nachricht von... Karl, du bist im Video. Und Karl bekommen? Dann bin ich richtig ausgerastet, weil ich direkt wusste, oh mein Gott, das ist wirklich ein Tweet, weil ich hab's jetzt angesagt und dann ist es auch passiert. Und wenn es dann passiert, wenn du es angesagt hast, ist es, als wenn du sagst, ich mach jetzt ein Lattentor so aus 30 Meter Entfernung oder so und machst die Ansage und dann funktioniert es halt wirklich. So ist das Gefühl gerade. Man sieht nämlich hier auch, 28. Januar, 29. Februar, hier wieder der 28. März, immer Monatsende in diesem Tick. Eigentlich noch fast eher den 30. vermutet, aber trotzdem habe ich gestern gesagt, dass es heute kommt. Es ist einfach, ich bin Jesus oder so ähnlich. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Tweet. I'm working on Grand Quests, which are long questlines based around factions and lore. Currently Steel Empire. Also factions and lore. Er arbeitet an großen längeren Questreihen basieren. Von den Überlieferungen der verschiedenen Fraktionen, also dem Steel Empire und... Welche Fraktionen gab es denn? Also Steel Empire, Cult of Doom... Unholy Pact? War das? Ja. War das Cult of Doom und Unholy Pact? Ich darf nicht sagen, waren die gleichen, oder? Boah, das ist aber... Da muss ich mir nochmal Nachhilfe nehmen. Jedenfalls arbeitet er an solchen Quests halt, die auf diesen Überlieferungen basieren. Sorry for bad English pronunciation gerade eben. Jedenfalls gucken wir uns mal das Bild jetzt genauer an. Hier sehen wir wieder einen dieser fetten Roboter des Steel Empires, wo man ja leider nicht rein kann. Hat man ja schon mal gefragt. Das war so ziemlich die erste Frage, die alles und jeder gestellt hat. So, kann man in diese Roboter rein? Leider momentan nicht. Sieht ganz cool aus, ein bisschen grob so von dem Model her. Und was haben wir hier? Wally benutzt einen Slime und hat ihn Slimy genannt. Außerdem hat einen Warrior mit 725 HP, der auf Level 18 ist. Ich kann gerade leider nicht sagen, wie viel HP das letzte Mal war. Der variiert ja immer noch ein bisschen. Man sieht hier auch die Minimap. Ich weiß nicht genau, was ist denn das hier? Fuck. Das hier auf der Minimap. Ich kann es nicht genau sagen. Irgendwie ein Objekt, welches ich nicht definieren kann. Oder ist er das selber? Okay. Da sieht man... Ungefähr... ich schätze mal, das ist eine Quest. Das ist dieses Schwert. Man sieht nämlich, hier da ist die Kapelle. Und hier auf der Map ist auch nochmal die Kapelle. Und da wird dann irgendwie in die Richtung hin eine Stadt sein. Wie man dort sieht, so ein kleines Dörfchen. Ja. Uns mal den Chat an. Soldier, okay, das ist immer noch so. Er redet. Warte mal. Das ist der Soldier, der mit ihm gesprochen hat. That's our mana match. Warte mal. Runes of Mana gab's, glaube ich, noch, ne? Oder Druids of Mana? Ja. Runes Mana, ja, irgendwie so. Druiden of Mana, ja. Irgendwie sowas. Oder Runes. Boah, ich muss da nachhelfen, ich weiß es nicht mehr alles. Jedenfalls, hier sieht man das. Aber ist es der Soldier? Ist das ein Soldier? Nee, ist eigentlich, denke ich mal, kein Soldier. Beziehungsweise. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Hier sieht man noch, dass er ein paar XP bekommen hat und irgendwie eine einzige Flasche gekauft hat. Eine Glasflasche gekauft hat. Okay. Du hast den Soldaten besiegt. Du hast 22 XP bekommen. Jetzt müssen wir den. Achso, das ist unser Gegner. Wir müssen den zerstören. Destroy the Mana Mech. Mech. Irgendwie sowas, Mac. You received 10 Copper, also wir haben noch... Oh, okay, dann hat er noch ein bisschen Money bekommen. Ansonsten... Oh, kurz nochmal. Weiter nach rechts. Ich sehe jetzt aber nicht so viel Neues. Ja, Chunks 81%, keine Ahnung. Heißt das 81% sind geladen oder sowas, kann man jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Minimap freue ich mich übrigens immer noch ziemlich. Die ist sehr geil. Die ist auch echt geil. Weiß ich aber schon vorher. Also allein dieses Design fand ich immer geil.
Ja, das stimmt. Ja, ich guck mal ganz kurz, wegen diesem Warrior-Skill, der da gewesen ist. Der kam mir so unbekannt vor. Der hat ja mal die Skills gezeigt. Boah, da muss ich mich schon bald zurückgehen. Heute braucht Tobi mal ein bisschen länger. Heute braucht Tobi mal ein bisschen länger. Die Musik ist jetzt auch vorbei, aber egal. Ah, nee, okay. Der hat dann jetzt die. The Guardian, can you. Okay, nee, den gab's schon. Ich dachte, der hat jetzt gerade irgendwie was daran verändert. Also die Guardian-Version, der Tank. Also Wally benutzt gerade offensichtlich den Tank, so gesehen. Gut. Ist. Okay, das war es auch im Prinzip. Naja, gut, ich glaube, das ist es gewesen. Mal kurz, ob er noch irgendjemandem geantwortet hat auf irgendwas. Hat er nicht. Vielleicht kommt direkt Mitteilungen. Okay, nichts Besonderes. Gut. Marc, beende es. Tschüss.